Ja, mal Leute, was geht und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar geht es in diesem Video mal um die Fennec. Ich habe ja letztens ein Video zur Watznef gemacht, wo ich gesagt habe, dass das die beste MP ist in Warzone 2. Aber ich glaube, ich habe meine Meinung geändert, weil ich habe letztens ein paar Mal die Fennec ausprobiert und ich muss echt sagen, das Ding ist extrem geil. Eine extrem hohe Feuerrate. Ihr könnt damit echt richtig schnell über die Map sprinten und die Time to Kill ist auch echt wirklich extrem krank. Also die Drop-Time ist wirklich sehr gering bei der Fennec. Der einzige Nachteil, den ich so ein bisschen bei der Fennec habe, ist halt, dass das Magazin recht schnell leer ist aufgrund von der hohen Feuerrate und dass die eben recht langsam nachlädt. Aber wenn man dann da so ein bisschen drauf achtet und so ein bisschen seinen Spielstil dann der Fennec eben anpasst, ist es wirklich ein extremes Biest. In diesem Video zeige ich euch natürlich am Ende wie immer die beste Klasse und jetzt habe ich auch noch wirklich sehr, sehr geiles Gameplay für euch vorbereitet. Mit der Fennec habe ich wirklich extrem gute Runden erspielt und ich habe tatsächlich auch mit der Fennec meinen ersten Win geholt in Warzone 2. Und ja, falls ihr nichts mehr rund ums Thema Call of Duty verpassen wollt, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Uns fehlt noch ein Abo bis zu den 25 Abonnenten. Ich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir die 25 Abonnenten mit diesem Video knacken könnten. Und für regelmäßige COD-Streams schaut auch noch sehr gerne auf Twitch vorbei. Tribe.5, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Gameplay und dann bis gleich zur Klasse. Ich hab grad ein bisschen kassiert. Knockt einer, knockt jetzt pushen, pushen, lass pushen. Jo. Einige Teammitglieder sind noch außerhalb der Sicherheitszone. Gut. Ah, okay, das ist der. Ah, ich seh ihn. Hier bewegt da vorne. Der ist hinten rum, hinter dir. Bist du dumm? Was macht denn der da? Oh. Oh. Leute. Ah, meine Waffe war leer. Gut. Der hat Self gehabt, ne? Bei wem? Oh, ich seh's. Hab den. Den Frechi. Dummes Arsch. Marcel? Wipe. Sind das genommen oder warum bist du so schnell? Wo hockst du denn? Wo Tristan? Einer von den tot? Unter dir. Nein, hier liegt keine Drohne. Doch. Gegner? Tot, alle beide. Nö, dann nicht. Der Feind springt über die Bombendrohne angefangen! Er ist tot, er ist tot. Die Bombendrohne ist scharf. Oh, er ist sowas von tot. Sie ist zerstört. Der Dach. Nice. Easy, kein Problem für den Gegner. Schön. Mediamarkt lässt grüßen, ja. Mediamarkt, beste.
will jetzt auch nicht. Mensch, Meier. Wir wollen ja nichts riskieren jetzt hier. Ach, ich hätte ihn jetzt auch verhören können, oder wie? Ja. Irgendwo, ne? Schön. Hab's ja doch. Ins Haus. Oh, bei mir. Oder welche Richtung? Tot. Tot. Ich hab auch was gehört. Ja, hier. Hab ich doch. Wirklich One-Shot? Einer auf jeden Fall. Hab den. Ich hab ne Idee. Geh du voraus, ich geh mit Gasmaske hinten, dann hol ich die von hinten. Wir probieren's einfach. Wenn nicht, alles meine Schuld, okay? Ganz klar. Jetzt nochmal anders ziehen, oder was? Echt? Nee, oder? Mann, oh Mann. Feierklappen. Der hat nur zwei Klappen. Ist ja kacke jetzt hier. Ganz dumme Situation. Ist ja, ne? Eins gegen zwei, na super, bin tot. Ich hab keine Aim Assist! Hä? WTF? Let's go, Yannick! 15 Kills, erster Platz! Let's fucking go! Ganz aufgeregt, dreht sie. Noch einer noch? Er ist tot, glaube ich. Wie ist der nicht gestorben, Digga? Der ist 1000 Meter gefallen, der Typ. Wo ist der? Dauern beide. Der ist safe in Wasser, nee. Gut. Da läuft einer links. Das ist da einer. Naja, was heißt hier? Oh, oh, der ist nur alleine. Und ja, kommen wir jetzt auch schon hier zur besten Klasse für die Fennec. Ich habe kein Laufen, keine Mündung draufgepackt, deswegen fange ich hier mal mit dem Laser an. Ich habe hier den VLK LCR 7MW. Nochmal für eine bessere Speed-to-Fire-Time und nochmal für eine bessere ADS-Time. Beim Schaft spiele ich dann hier den Agile Assault 7 Schaft für ein besseres Sprint-Tempo und für eine bessere ADS-Time. Und den Schaft habe ich hier auf ADS-Time getuned und das untere habe ich hier eigentlich ziemlich Standard gelassen. Beim Griffband spiele ich dann hier das erste für eine bessere Rückschusskontrolle und das habe ich hier auf ADS-Time und auf Sprint-to-Fire-Time getuned. Und beim Magazin würde ich euch dann auf jeden Fall das 45-Schuss-Magazin empfehlen, einfach weil die Fennec eine extrem hohe Feuerrate hat und ihr auf jeden Fall 45 Schuss mit der braucht. Und beim Unterlauf habe ich dann noch hier den Nexus-Griff mit reingepackt, nochmal für eine bessere Stabilisierung von Rückstoß und ich habe das hier auf Bewegungstempo beim Zielen und auf Stabilisierung von Rückstoß ein bisschen getuned. Und ja, so macht die Fennec auf jeden Fall extrem Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob es die perfekte Klasse ist. Auf jeden Fall habe ich so extrem viel Spaß mit der Fennec gehabt. Und ich kann es euch auf jeden Fall auch nur so empfehlen, die Fennec so zu spielen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und wir stehen jetzt auch eins von den 25 Abonnenten. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir die mit diesem Video hier schaffen könnten. Und schaut, wie gesagt, auch noch für regelmäßige Streams auch noch auf Twitch vorbei. Schreibt unter 5, der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt auch noch sehr gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann würde ich sagen,
Bis zum nächsten Video. Ciao.